Dafür ist unser Zweifamilienhaus fertig. Und unser Werkzeugschreiner. Töpferei. Er hier oben hin. Tja, das heißt, wir brauchen in Zukunft einen Kundschafter. Wenn wir die Karte weiter aufdecken wollen. Jetzt schnell erschalten sollen. Neutral Feind. Die Wächter sind ein Freund der Rotschwing. Die Wächter sind ein Freund der Waldläufer und ein Freund der Pokémontas. Aber die Pokémontas sind ein Feind der Wächter. Tja, jetzt ist Sören in den unendlichen Wäldern verschollen. So, und schon wird endlich Nahrung zubereitet. Oh, und er geht essen. Seid mal wieder draus, man muss öfter speichern in dem Spiel. Hier würde ich ein Dreifamilienhaus hinkriegen, hier kriege ich nur eins hin. Was geht mit Björni gerade ab? Na, also geht doch. Aber ja, uns geht langsam im Hauptlager die Nahrung aus. Es gibt zum Glück noch Bärensträucher in der Gegend. Ja. Verstau? Ja, wie? So, ne Bäckerei. Passt doch perfekt dahin. Das heißt, unsere beiden Bauarbeiter muss ich jetzt dann, sobald er mit dem Holz fertig ist, umdisponieren zur Bäckerei. Die hat nämlich absoluten Vorrang. Mhm.
Mehl gibt es zum Glück genügend. Dass er bald mit dem Backen anfangen kann. Ich glaube mal nicht, dass das jetzt Auswirkungen auf die nächste Mission hat, dass Sören gestorben ist. Garantiert werden wir Sören wieder haben. Wäre lustig, wenn sie wirklich das sich merken, dass Sören gestorben ist. Und wenn die ihn in der nächsten Mission nicht haben. Ja. Baufläche ist immer noch ein kleines Problemchen. Aber das werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Da müssen wir, wie gesagt, den Rotschwingen und den Weitläufern zahlen Bier an die Pokémontas. Das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, über das Bier können wir uns Gedanken machen, wenn wir uns um alles andere gekümmert haben. Das sieht ja eigentlich fast so aus, als ob wir nur hier Kriegsmaterial herkriegen. Hier kriegen wir hauptsächlich Holz, Leder und so her. Hier kriegen wir auch Eisen her gegen Nahrung. Du würdest Eisen gegen Geschirr tauschen. Da ist das Eisen gegen Nahrung einfacher. Vor allem 1 zu 1. Nahrung ist eigentlich irgendwann für uns nichts mehr wert, weil der Bäcker überproduziert. Die Sache ist halt die... Hier ist Berg... Sonst ist nirgends Berg. Wie soll man einen Waffenschmied trainieren? Bei der Waffenschmiede steht uns nicht zur Auswahl. So, du? Ja, ja. Bäcker. Und du wirst erstmal wieder Holzfäller. Ja, wie? Ja, wie? Außer wir können mit dem Eisen was anderes anfangen, weil ich sehe nicht, wie wir einen Schmied trainieren sollen. Ich glaube nämlich nicht, dass auf dem bisschen Berg, aber könnte sein, dass da ein bisschen Eisen rumliegt.
Ja, oder wir können die Wächter irgendwann dazu überreden, freundlich zu sein, weil wir den Indianerstämmen geholfen haben und sie lassen uns zum Schamanen, wenn wir zum Schamanen müssen. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Erstmal Infrastruktur, dann Öl. Okay, sehr gut. Bäcker produziert Nahrung. Dadurch, dass er mit dem Holzwerkzeug ausgestattet ist, sollte er auch hoffentlich ein bisschen mehr produzieren. Wie sieht's mit Obdachlosen aus? Ist im Augenblick nur Gabelbart unser Farmer. So, Töpferei ist fertig. Und ja, Bäcker hätte keinen Moment zu früh kommen können, weil der Jäger hat langsam keine Nahrung mehr. Wir brauchen dann auch irgendwann einen Müller und einen Träger. Ja. Mal sehen, ob wir das Dreifamilienhaus noch fertig kriegen. Fehlt ja nur noch ein Weizen. Haben wir noch Weizen hier? Ja. Gut, dann lassen wir noch das Dreifamilienhaus fertig bauen, bevor wir dann einen Cut endlich mal machen. Und dann in der nächsten Aufnahmesession gucken wir weiter. Na komm, bau das noch fertig. Warum sind da eigentlich zwei Verheiratete drin? Ja, scheiden kann ich euch leider nicht mehr lassen. Da habe ich nicht nachgedacht. Mist. Egal. Okay, wir speichern jetzt. Hier drüber. Und da gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.